Herzlich willkommen zur 26. Folge unseres Let's Play Farmers Life. Ja, vorab war ein etwas in eigener Sache. Wieso ist hier eigentlich dunkel? Ich hatte doch geschlafen der letzten Folge. Etwas in eigener Sache. Und zwar, es sind ja immer wieder Punkte, wo ich da nicht weiter weiß. Der ein oder andere von euch kann mir da bestimmt weiterhelfen. Wäre also schön, wenn ihr dann irgendwo einen Kommentar schreibt und mir sagt, wie es weitergehen kann. Das andere ist natürlich mit jedem Kommentar, mit jedem Like oder auch Dislike, das ist egal, werden meine Videos oder ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass meine Videos irgendwem vorgeschlagen werden und ich eventuell zusätzliche Zuschauer kriege, die dann wiederum die Möglichkeit hätten, zu kommentieren und mir hier weiterzuhelfen. Also von daher wäre echt schön, wenn ihr mehr kommentieren würdet und mir die Tipps geben würdet. So, jetzt bin ich in der Küche gelandet. Wie spät haben wir es denn? 6:44 Uhr, ja, es wird jetzt langsam hell. Und ist es natürlich verdammt. Was haben wir denn hier? Ich brauche die Berechtigung vom Bürgermeister. Ich bin erkältet. Ich bin apathisch und es ist zu kalt. Gut. Den einen Tipp, den hatte ich zwar gelesen, habe aber irgendwie es im Nachhinein wieder vergessen. Da hieß es, ich sollte, wenn ich Tiere jage, sollte ich nicht unbedingt beigehen und die verkaufen, die Felle und die Trophäen, sondern ich soll die lieber an die Wand hängen, soll die Felle zum Beispiel hier aufs Bett schmeißen oder irgendwo hinlegen oder wie auch immer. Das würde wohl eher was bringen. So, wir müssen was essen, aber vor allen Dingen müssen wir was trinken. Einen wärmenden Tee. Trinken wir mal einen. Damit sind wir wieder fit. So, dann essen wir noch was. Ein hart gekochtes Ei ist zu viel. Ja, das bringt nicht viel. Denn wir haben ja nicht genug Platz. Die Frage ist, kann man vielleicht irgendwie so einen Erdbunker auch selber bauen? Bienenstock, ein Kasten, ein Kompost, eine Garage, ein Lampenmast, Misthaufen, Hauptschalter, ein Abort. Ist die Frage, brauchen wir sowas? Sollten wir sowas vielleicht bauen? Eine Scheune haben wir ja noch, die ist ja noch verhältnismäßig leer. Eine kleine Kiste, ein Lager und eine Scheune. Aber so ein Lager. Also ich würde sagen, ich hole mir jetzt mal ein paar Bretter. Ein bisschen Schrott. Also erstmal Bretter und dann bauen wir mal eine Toilette. Vielleicht brauchen wir sie ja. Vielleicht ist das ja sinnvoll. So, wo bauen wir die Toilette hin? Das wäre nicht schön, aber wie wäre es denn hier neben dem Schuppen? Oder guck mal, hier hinten sind überhaupt keine Fenster drin. So bauen wir die rein. Nein.
Mit E abbrechen, genau. Ja, 2 Wochen nicht gespielt oder, ne? Und dann merkt man dann schon. Hier mit der Seite an. Okay, ich brauche Wetter. Dann holen wir welche. Oh, wir haben keine mehr. Ich glaube, irgendwo ist noch ein Bretterstapel oder hatten wir den mittlerweile auch schon umgeräumt? Okay. Irgendwo waren hier Bretter. Wenn ich mir halt noch ein paar Bäume fällen. Ich laufe hier erstmal durch die Gegend und gucke mal. Da hinten sage ich doch, da sind noch welche. Okay, das waren aber nicht viele. Genau, so diesen Zaun. Ich würde den gerne neu bauen. Ich würde das gerne alles ein bisschen schöner machen, aber das geht nicht, oder? Habt ihr da vielleicht irgendwelche Tipps für mich? So. Und? Kann ich es jetzt benutzen? Jetzt kann er Berge versetzen. Okay, tut so. Und offensichtlich macht es nur Sinn, einmal am Tag dahin zu gehen. So, hier mal so ein bisschen im Auge behalten. Gut, dann sind wir wieder fit. Die Bretter packen wir hier hin. Genau. So. Was brauchen wir jetzt ständig? Die Schaufel und die Sense. Die Sense brauchen wir im Augenblick sowieso nicht. Sophie, der müssen wir dieses Dokument geben. Die Sense. Und die Schaufel brauchen wir im Augenblick auch nicht. Die Hacke auch nicht. Axt, Handgranate, Hammer. Falls wir irgendwas bauen wollen. Und die Brechstange auf jeden Fall behalten wir. So, und den wärmenden Tee, den gebrühten Kaffee. Lassen wir auch hier. Dann können wir es auch in der Speisekammer lassen. Brauchen wir es nicht hier draußen hinpacken. Es ging ja nur um verderbliche Sachen und ich weiß nicht, ob Kaffee oder Tee verdirbt. Auch das könntet ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Es wäre ja durchaus sinnvoll zu wissen. So, dann habe ich nur noch das dabei. Sophie. Jetzt gucken wir mal auf der Karte, wo Sophie ist. Anna,
Thaddäus. Entweder ist die am Markt oder ist hier auf dem Hof. Ist das hier Sophie? Nee, das ist Helena. Aber trotzdem könnte ich ja mal mit ihr reden. Handeln wir? Ich habe jetzt gerade nichts Sinnvolles dabei. Diesen Arbeitsplatz. Haferkörner. Da kann man also irgendwas drauf herstellen, vermute ich mal. So, und was ist mit dir hier? Dem könnte ich im Grunde, wenn ich was über habe, verkaufen. Ein Motor, ah, der Flug, ne, mit 1200 und. Gut. Das ist also nicht Sophie. Dann gucken wir mal hier, ob da irgendwo Sophie ist. Ja, mein Problem ist eh, dass ich mir keine Namen merken kann. Und wenn ich dann auch noch im Spiel hier, das ist Anna. Vielleicht ist sie hier Sophie. Sie ist Sophie. Nur Schnaps und Bier kaufen ist gut, besonders freitags. Stephan ist ein guter älterer Bruder. Er hat sich während des Krieges um uns gekümmert. Alles, was unsere Eltern uns hinterließen, investierten wir in diesen kleinen Laden. Es ist gut, dass der Krieg endlich vorbei ist. Möge er nie wiederkommen. Ich habe immer davon geträumt, leichtsinnig wie eine Dame zu leben, aber das Leben hat mich etwas anderes gelehrt. Kann ich nachvollziehen. Ich erinnere mich nicht, dass du so gesprächig warst. Es ist schön, mit dir zu reden. Oh! Wie läuft es bei Flauschi? Ist er noch ein Schwein? Ja, bisher noch. Schau öfter mal bei mir vorbei. Du bist ein guter Begleiter, wenn du nüchtern bist. Oh, ich habe immer davon geträumt. Okay, jetzt fängt es wieder von vorne an. Der könnte ich also flirten. Okay. Ich könnte theoretisch jetzt Pralinen kaufen und könnte sie ihr dann schenken. Aber das heben wir uns mal auf. Wir wollen ja erstmal zusehen, dass wir hier so ein bisschen weiterkommen, sage ich mal. Ja. Wie kann ich ihr die geben?
Aber ich muss ja noch zur Kirche. Ich hatte ja noch mehrere Aufträge. Reinigung durch Zerstörung. Ja, Hafer anbauen müssen wir noch. Töte den Bär. Das, die Destillieranlage. Hol die Minen, ja. Da fehlt mir noch eine Glühbirne und den Schrott ist ja, das, der Schrott ist ja egal. Gut. Frische Eier. Ich soll ein Paket finden. Wo soll dieses Paket sein, ey? Kann ich hier nicht hoch? Nein. Ich war hier schon, ich weiß, aber... Okay. Ein französischen Schlüssel. Französischer Schlüssel heißt für mich sowas wie ein Engländer, ne? Kann das sein? Dann sollte ich da vielleicht mal kurz nach Hause gehen. Den Engländer holen. So, wo haben wir denn? Eine Rohrzange. Nee, das ist es nicht.
Dann gehe ich jetzt mal hier hinten hin und versuche da mal Werkzeug zu kriegen. Hier kriege ich also nichts bei ihm, was ich jetzt brauchen könnte dafür. Da hier ist Saatgut und sowas halt. Rüben und Krams. Ja, ich weiß, dass dir kalt ist. Da ist keiner. Was war hier mit ihm? Verträge. Vergrößere meinen Erdhügel. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Eine Rohrzange. Ein Fass. Lenkrad, Anhängerkeilriemen, Ölfilter, Auspuff, Miststreuer, Häcksler, Motor, Kartoffelroder, Mäher, Dreifachflug, eine Sämaschine und eine Dreschmaschine. Tja. Maiskörner, nee, das was im roten Bereich ist, das sollte ich. Apfelbaum, aber das kann ich doch alles nicht im Winter pflanzen, oder? Tabaksamen sein. Denn ich sage mal hier sowas wie Himbeerbusch und so weiter macht doch Sinn. Tiere. Hühner sind im Augenblick billig. Vielleicht sollte ich auch einen Hahn dazu kaufen. So, sonstiges. Strohhüte, die könnte ich hier verkaufen. Dann mache ich das doch. Und als, genau, jetzt flitze ich erstmal schnell nach Hause. Hol diese komischen Hüte. Verkaufe die und hol mir einen Huhn und einen Hahn. Denn das brauche ich definitiv nicht.
dann wird ein Huhn und achso, und Eier sollte ich vielleicht noch mal. So, das bringen wir rein. Oder hatte ich die hier drin? Ach, die esse ich und dann kommen die Eier hier rein. Zack, dann passen sie nämlich wieder. Gut. Was zu trinken brauche ich? Das werde ich dann mal hier aus dem Brunnen tun. Die Hüte habe ich jetzt dabei, das heißt, wir gehen wieder hierher und versuchen mal diese Hüte zu verkaufen. Er kauft so. Ein Huhn und ein Hahn. Okay. Ah, das kann ich so nicht mitnehmen. Wo ist denn mein... Wo ist denn mein Trecker? Notfalls habe ich ja auch noch den Handkarren. Da kann ich die auch draufpacken. So, jetzt gehen wir dahin. Es wird dunkel. So, und ab nach Hause. Dann habe ich auch einen Hahn. Kräht der dann morgens auch? Ja, er haut erstmal ab, das macht aber gar nichts. Kommt gleich wieder.
Achso, das war sie, das war nicht das Huhn. So, rennt auch weg. So, unten. Das ist dann der Tee. Trinken wir. Gut. Ja, es ist 19 Uhr und dann würde ich sagen. Macht Sinn, erstmal schlafen zu gehen. Ja, wir sind auch am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss.